Willkommen zurück bei A New Beginning. Ach, beim letzten Mal haben wir ja endlich Fortschritte erzielt, nachdem es davor in der Folge eher mau zuging und in der Folge davor auch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Genau, wir wollten noch die Panzertür zu Ende suchen, durchsuchen, untersuchen. Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Netter Bluff. Aber was wir versuchen könnten, wenn tatsächlich die Person mit der Sonde hinter der Tür ist, können wir vielleicht mit unserem Funkgerät die Sonde erreichen. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir. Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder. Okay, anscheinend kann ich die Sonde nicht mehr erreichen. Aber hier hinter ist jemand, das wissen wir denn jetzt schon mal. Ein elektronisches Schloss. Wie seltsam. Können wir das... Moment, das ist ein elektronisches Schloss. Können wir das vielleicht überladen? Wie schlau. Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Wie soll ich das Delvin denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass das eine kluge Idee ist. Passiert nichts. Ein Nutrimat. Die Explosion hat ein Loch in die Hülle gerissen. Ich kann da drin etwas funkeln sehen. Was ist das? Hey, das kenne ich. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja, mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. Ja, als Mensch der Moderne weiß ich natürlich, wie man mit so einer Maschine und Münzen etwas Sinnvolles anstellt. Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. Eine Flasche Red Curry Cola. Jo. Okay. Ja. Ein altes, undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Nee.
Okay. Vielleicht nochmal nach oben? Vielleicht hat ja jetzt das Terminal hier drüben Strom. Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Also muss ich den Kurzschluss wahrscheinlich erst noch beheben. Aber wo ich schon mal hier oben bin. Hier war doch der Datenkristall, ne? Den haben wir dann in dieses Rinn... Also der ist ja in dieses Rinnsal gefallen und dann nach unten. Und wir haben es ja unten dann nicht gefunden. Mir kam gerade so ein Gedanke, wenn man in das Rinnsal hier Seife reinlegt, müsste ja eigentlich die Seifenschlieren oder der Schaum müssten dann ja genau an dieselbe Stelle fließen, wo auch der Datenkristall sein könnte. Hm, ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. Na, das könnte funktionieren. Tatsache. Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Also ich denke, Nigel hat was gefunden. Aber erstmal müssen wir, um dieses Terminal zu benutzen, unten den Strom wieder richten. Ein altes, undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Es läuft hier die Wand entlang, und zwar bis hier. Dann verschwindet es einfach. Ah, okay, da ist eine Abdeckung. Die Schaukästen sind hiermit verbunden. Das ist die Strombuchse für die Schaukästen. Ja, Problem gelöst. Ah, die Turbinen liefen wieder, aber der Strom konnte nicht nach oben, weil es einen Kurzschluss gab. Jetzt verstehe ich. Jetzt haben wir die Quelle für den Kurzschluss abgeschaltet, können wieder nach oben und müssten das Terminal benutzen können. Je, das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Oh Gott, diese Stimme. Ich habe das Gefühl, ich weiß, welche Stimme das ist.
Nennen Sie nun Ihr Passwort. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Die Stimme kommt mir wirklich bekannt vor, aber mir fällt gerade nicht ein, wovon. Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin. Um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Biete Zugang zu was auch immer. Irgendwas halt. Okay, klingt aber schon mal interessant. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Ich verstehe das alles nicht. Ich brauche Hilfe. Zum Thema Hilfe ist keine Hilfe verfügbar. Na toll. Okay. Ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Danke, das ist nicht nötig. Zu welchem dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Zum Angebot unserer Cafeteria? Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot? Okay. Was ist eine Cafeteria? Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Muss ich mir das jetzt alles anhören? Was soll dieser Premium-Account denn sein? Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wäre es mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Aha. Also bei der Cafeteria erzählt ihr mir was über die Premium-Angebote. Bei den Premium-Angeboten über die Cafeteria, vielleicht beim E-Learning über die Daten? Wie funktioniert E-Learning? Wozu soll das alles gut sein? Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Serviceangeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gerne. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Ich weiß gerade, welche Stimme das ist. A Whispered World. Die Hauptfigur, die man in A Whispered World spielt, mir fällt gerade nicht ein, wie der hieß, der hat dieselbe Stimme. Ach ja, Diddelik halt, ne? Man merkt so kleine Überschneidungen zwischen all den Spielen, die sie so gemacht haben, gerade aus der früheren Zeit. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen,
bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler, Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Wir haben ja vorher hier so eine Lampe mitgenommen. Hier sind auf jeden Fall so komische Sockelschränke. Drei merkwürdige Sockel lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. Der ist ja richtig sarkastisch inzwischen. Ich komme nicht ran. Drei merkwürdige Sockel. Lassen Sie mich raten. Sie stellt. Waren Sie. Nein. Oh. Hier leuchtet eine Lampe. Ich komme nicht ran. Drei merkwürdige... Lassen Sie mich... Sie stellt... Waren Sie... Nein. Oh, schau... Entschuldigung, aus Versehen rausgeklickt. Also die einzige Stelle, wo eine Lampe geleuchtet hat, wir können ja mal gerade nochmal probieren. Ansehen. Ein Steckplatz für... Okay, wenn ich das hier reinstecke, leuchtet es nicht. Ach, so ist das gedacht. Die leuchtenden Lampen weisen Ihnen den Weg zu den von Ihnen gesuchten Datenkristall. Jetzt verstehe ich. In dem Regal hat es geleuchtet. Deswegen ist in dem Regal auf jeden Fall mein... Datenkristall. Dann, hier sind nämlich noch Steckplätze, die habe ich glatt übersehen. Ja. Es muss also einer in dieser Reihe sein. Also einer dieser vier hier, die von rechts die jeweils zweite Position einnehmen. Und jetzt stecke ich die Lampe einfach in jedes der Höhen, um zu sehen, ob sie dort leuchtet. Ich komme nicht ran. Okay, in der obersten komme ich nicht ran. Hoffentlich ist es nicht die oberste. Okay, nein, es ist nicht die oberste. Das heißt, es müsste diese Reihe und der zweite von rechts sein. Ja, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Fabulös. Fabulös, fabulös, meine Freunde. Fabulös. Mal sehen, ob wir jetzt auf diesem Datenkristall die Daten haben, die ich suche. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit.
Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Wow. Okay. Interessant. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es so erklären würden. Aber ja, im Prinzip, ne? Übrigens, ich habe mich in einem vergangenen Video wohl geirrt. Das Ganze spielt noch vor der Jahrtausendwende. Gut, das soll also dann den Kollaps auslösen, der zu dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, dann das Klima so weit schon zerstört hat. Ich meine, ist, wie unser Freund, dem wir diese Geschichte gerade erzählen, schon richtig gesagt hat, ein bisschen sehr Hollywood-artig. Aber gut, wir werden sehen. Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss.